Das letzte Mal bei Neverending Nightmares. Und so geht es weiter. Hey Freunde, willkommen zurück zu weiteren Folge Neverending Nightmares. So, in der letzten Folge sind wir diesen Typen hier begegnet, da unten, und der will uns einfach nicht vorbeilassen. Folgendes, wie kann man das machen? Wir können die irgendwie vielleicht anketten hier. Anketten oder mit der Kerze in die Augen. Hier unten ist Glas. Komm her. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt wieder hier reinflüchten. Ah, schade. Ich dachte, er bleibt vielleicht hier. Was müssen wir machen? Wie geht es hier? Mein Gott, warum musst du mich verlassen? Ja, kann er mich das Monster vielleicht auch verlassen? Nein, verdammt. Ich dachte, nein, geht nicht. Hey. Hi, da bin ich wieder. Komisch, ne? Kann ich auch erklären. Naja, mach's gut. Oh, die gucken mich so grimmig an. Verdammt, komm ich dran vorbei. Ich bin zu blöd gerade. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Klar, der weiß ja nicht, wo wir sind. Der weiß nur, wo das Glas war. Richtig, ja. Ich habe den Köpfchentanz getanzt und dabei hat es bei mir Klick gemacht. Yay. Tanzt immer den Köpfchentanz. Was war das nochmal? War das nicht diese Serie mit den Ottern und sowas? Okay, habe ich nie gesehen. Schnell bewegen, 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 bewegen. Aber eigentlich könnte ich auch nur auf der Stelle laufen und die würden wach auf. Okay, ja. Dann würden die einfach nur zu dieser Stelle hinlatschen, ne? Weil sonst bin ich ja leise wie eine Katze. Ein Katzen-Ninja. Ninja-Katze. Ui. Träume sind der Feind der Schuldigen. Träume sind... Ja, weil wir schuldig sind, genau, und das... Genau. Der Feind ist... Ja, das ergibt alles Sinn. Wir haben sie umgebracht und wir träumen jetzt das Ganze, weil wir nicht... Au, au, au. Wir kommen damit nicht klar. Alles ist eine Lüge. Ja. Das sag ich ja. Das sag ich ja. Hier ist nichts mehr los. Nur noch der ganze Boden blut gefärbt. Ein kleiner Swimmingpool wurde dort gemacht. Mit Tomatenketchup. Sehr gut für die Haut übrigens. Setze ich jeden Morgen ein. Kleines Bad in Tomatenketchup. Exit, nice. Derelikium Asylum. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist jetzt hier los? Oh, ja, Gottes Willen. Ich habe auch gelesen, es gibt zwei Endings, aber ich habe mir den Kommentar nicht durchgelesen, weil, also ich habe nur grob geguckt. Das, weil da stand Spoiler drauf und ich wollte mich nicht spoilern. Hab nur ganz kurz grob geguckt, die ersten paar Wörter, und da stand irgendwie, es gibt drei Endings. Und irgendwas mit Springen. Kann ich jetzt wieder zurück? Oh Gott, das Willen. Au, au. Au, au. Was? Honey, go back to sleep. Why am I in bed with my sister? What are you talking about? I'm your wife. But I... You don't even have a sister. I thought... I'm worried about you. Why don't you get a glass of milk to calm your nerves? Okay. Ein anderes Ending. Ui. Okay. Ich weiß, also wir konnten, glaube ich, auch einfach fallen. Was wäre dann passiert? Das ist die Frage. Ich werde versuchen, alle Endings zu zeigen, ne? Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich muss nur gucken, wie die Speicherstände sind und ob man die Kapitel laden kann. Ansonsten zeige ich euch. Aber ansonsten hat es sehr wehgetan. Ich hoffe, ich wollte einfach das Ding hier. Oder vielleicht konnte man auch gar nicht runterspringen. Vielleicht konnte man auch gar nicht runterspringen. Das müssen wir mal schauen hier. Okay, hier gibt es, glaube ich, kein Glas Milch, oder? Würde ich sagen. Kein Glas Milch. Wo gibt es nochmal Glasmilch? Oh Gott, was sind das für Geräusche? Glasmilch, Glasmilch. In der Küche! Genau, stimmt, da war ja was. Lass uns aber voranschreiten, einfach ganz easy. Guck mal, das ist tatsächlich unsere Frau, aber wir sehen nicht glücklich aus. Wir sehen nicht glücklich aus, weil es nicht Kim Possible ist und wir sind in Kim Possible verliebt. So. Hast du Halsschmerzen oder sowas? Du klingst so. Was gibt's hier drin? Ist das die Küche hier? Ist nicht die Küche, ne? Nein, aber da brennt Licht. Aha.
Ja, da, das kennen wir doch alles hier, ne? Das kennen wir doch alles. Hier waren wir doch schon. Jetzt ist die Frage, was hat das alles zu bedeuten? Ich verstehe es nicht. Ah, hier geht's weiter. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Ich frage mich, wenn man hier nicht durchgeht und einfach woanders lang geht. Ich verstehe es nicht hier. Hat man hier echt die Freiheit? Kann ich jetzt einfach da lang gehen, anstatt hier und dort und was weiß ich? Wo ist der Vogel, der gegenfliegt, ne? Wo ist der? Na, guck mal, hier geht's runter. Ich glaube, Alter, ich glaube nicht, dass wir hier Milch holen sollten. Das ist der verdammte Keller. Haben wir eine Kuh im Keller oder was? Dann würde ich verstehen. So eine Melkanlage, keine Ahnung. Bertha, ich komme. Ich hole mir frische Milch. Mach schon mal die Zitzen bereit. Bin gleich da. So. Dann macht's tick-tack, tick-tack. Wahrscheinlich wieder die tolle Uhr. Hier, das war die Uhr, die das so gemacht hat. Sieht man's jetzt? Ja. Oh, es ruckelt ein bisschen, ne? Muss ich schon sagen. Komisch. So. Ist das... Das sieht nach Küche aus. Nach Essen auf jeden Fall. Besteck. Milch. Milch. Da ist ein kleiner Truthahn. Und da ist nichts. Ist da Milch drin? Doch, keine Kuh, die wir melken. Schade. Okay, wir haben was getrunken, auf jeden Fall. Und jetzt hören wir Leute kichern. Oh Mann, du hättest auf das Ablaufdatum gucken müssen, bevor du hier was trinkst. Und jetzt wieder zurück, ja? Ja, war ich nicht. Schatz, alles okay, war ich nicht. Mir geht's gut. Falls dich das interessiert. Schatz, warum sage ich schon Schatz? Ich glaube, das ist meine Schwester. Schwester, Herz? Ich meinte Schatz. Hier ist eine Sackgasse. Ach nee, wir müssen da oben hin. Jetzt haben wir aber ein bisschen rumgetanzt. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Und... Die Puppe lag schon da. Die Puppe lag schon da. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Hat sich sonst noch was verändert hier? Ja, Totenköpfe als Bilder und der Geschlechtsteilvogel. Ja, wo gehen wir jetzt hin? Da oder hier lang? Warte mal, kurz hier reinglubschen, vielleicht hat sich da was verändert. Ich glaube, das war doch der Raum mit dem Buch, oder nicht? Ne, das war das Badezimmer. Nope, 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 nope. Noch nicht Zeit aufzuwachen. Ich will erstmal alles erkunden hier. Falls es wirklich ein zweites Ending ist, was ich hier habe. Ja, ich würde gerne weiter nach rechts gehen, aber geht nicht. Okay. Wo ist sie hin? Die ist schon aufgewacht. Schatz! Schatzi-Puh! Schwester-Puh! Meinte ich. Schon wieder das gleiche Zimmer. Oh nein, wir sind gefangen. Immer wieder das gleiche Zimmer. Und ich werde nicht zurückrennen, nein. Ich werde ganz weiter geradeaus rennen. Wahrscheinlich müssen wir zurückrennen, oder? Ja, toll. Na, das ist ja gelungen, ja super. Verdammt, und jetzt müssen wir wieder zurück. Jetzt werden wir gezwungen, sogar zurückzugehen. Ach, verdammt, Scheiße. Die steht ja doch gleich irgendwo. Ich bin verwirrt. Okay, okay. Wir gehen einfach mal weiter zurück nach rechts. Okay, ignorieren das Ganze einfach mal. Gehe ich da oben rein? Ich weiß nicht. Ich überspringe einfach mal eine Tür. Hi. Das ist auch ein bisschen wie Zombie. Hey, Zombie! Na, jetzt fühle ich mich wieder sicher. Warte mal, stand da unten was? Nein. Okay. Weiter geht's. Was haben die Gemälde zu sagen? Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Vielleicht am Ende, wie viele Gemälde ich gefunden habe und sowas? Heilige Mama! Gottes Willen! Ich wollte wieder zurückrennen. Habt ihr gesehen? Instinktiv. Weg, 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 weg. Scheiß Bär. So. Ne, ich mag ihn. Ich nenne ihn Brownie. Brownie, der Braunbär. So, gehen wir nach links und nach rechts. Könnte man nach rechts reingucken. Einfach mal jeden. Ich denke mir nur immer, vielleicht gibt es dann ein anderes Ending oder so. Weil, guck mal, hier geht's jetzt... Ach so, nur ins Schlafzimmer. Okay. Wunderbare Totenkopfbilder. Ja, das ist doch super. Hat sich von mir aufgehängt. Sie liebt meine inneren Werte. Mein
Mein Skelett, das liebt sie. So. Okay, einmal kurz durchatmen. So, aber vielleicht nicht die Kerze auspusten, das wäre ganz nett. So, fast so aus, als würde die Kerze gleich essen. Hi! Weißt du, es ist richtig nett, wenn du mich nicht umlegen würdest. Danke. Wow, die sah gruselig aus. Die sah gruselig aus. Vielleicht war das ein weiteres Ending. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Was liegt hier rum? Was ist das hier? Schweinchen auf dem, da in der Decke. Okay, hat sie anscheinend alle gejagt. So, Raum für Raum einfach mal durch. Das ist doch ein sehr verstörendes Bildchen. Und da, guck mal, das ist doch da, die Puppen die ganze Zeit, ne? Guck mal, die hat da einen aufgeschlitzten Mund da. Auf dem Bild. Sieht man das überhaupt oder ist wieder meine Fratze vom Bild? Das wäre natürlich richtig, richtig witzig. So. Oh Gott! Mann! Dieses blöde Geräusch. Soll ich mich von dir opfern lassen? Ich würde dich gerne auf Soundplay packen, ich renne aber weg. Da, 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 da. So, sie ist weg. Nice, einfach nur kurz aus dem Bild verschwinden lassen und dann ist alles gut. So. Nein. Auch wenn eine Frau weint, werde ich nicht angelockt und sie nicht beschützen. Denn ich habe nur eine verdammte Kerze als Waffe. Was soll ich damit machen? Oh Gottes Willen, ich hab's doch gesagt, ey. Mann. Blöde Treppe. Puh. Ich erlebe gerade einen kleinen Herzinfarkt nach dem anderen. Das weckt einen auf, das ist geil. Man wird süchtig danach, komm schon. Den nächsten Schocker, gib ihn mir. Gib ihn mir bitte. Blinzelst du? Nein. Hier wird genäht, okay? Sehr komisches Haus. Und wir sind ja immer noch in der Traumwelt. Das heißt, wir haben unsere Schwester geliebt. Und hier sind wir nochmal. Nur ohne Bart. Hi. So. Gehen wir hier oben reingucken. Mann, wahrscheinlich haben wir geträumt. Hey, oh Mann, unsere Schwester ist so heiß, ey. Wer will ich als Frau? Deswegen lege ich sie um. Und dann haben wir sie getötet. Das ist logisch. So denkt jeder Killer. So denkt jeder Killer. Ja, ich versuche ja schon aufzuwachen. So, Gummi, gib Gummi. Hab ich da was gehört? Hoppa, genau, da habe ich dich gehört. So, einmal kurz raus hier. Das ist so geil, wenn ihr jetzt auf der rechten Seite einfach auftaucht. So. Go, 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 go. Kannst ruhig nicht weinen. Das klingt, als würdest du gleich weinen, Mann. Easy, easy. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Beruhig dich, mein Süßer. Mein süßer kleiner Milchbubi. So. Oh, guck mal, der Tuchter nicht. Ist ja aber schon. Gott, warum geh ich? Naja, das Spiel ist voll langweilig. Das schockiert mich überhaupt nicht. Sag Bescheid, wenn was passiert. Ja, ich mach kurz die Haken zu. So, komm raus hier. Jetzt habe ich aus dem Auge eine Träne. Ich meinte, Mann weint Holzspäne. Und ich bin ein Mann. So, ganz viele Wege, aber ich glaube, hier ist einfach nur so eine kleine Abstellkammer. Okay. Aber da war jetzt so ein Milchgefäß, weißt du? Für die Bertha. Hallo? Hey. Ach, geht's hier jetzt weiter, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Ne, hier geht's nicht weiter. Okay, weiter nach rechts. Verstörend, mein Lieber. Du träumst sehr eigenartig. Könntest du vielleicht deinen Traum kontrollieren? Versuch mal luzide Träume, Alter. Das ist ein luzider Traum hier. Weil wir können alles, wir sehen alles und wir leben es und spüren die sämtlichen Schmerzen und sind sogar außer Puste. Verdammt. Hör auf, das zu träumen. Hör auf zu träumen, wir sind außer Puste. Hi. So, komm, beeil dich. Kurz das Bild lassen. Zack. Oh, da auf der anderen Seite. Nice. Kessel nehme ich jetzt ein, oder was? Nee, da geht's runter. Okay.
Komm schon, go, go. Upsi, upsi, Tepsel, Tepsel, Tapsel, Bupsel. Okay. Die Kerze hält auch sehr lange, ne? Warum könntest du nicht so lange halten wie die Kerze mit deiner Ausdauer? Nicht, dass mich das wütend macht. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich drück mal Space die ganze Zeit. Vielleicht ist hier irgendwo eine Tür. Oh oh. Wir brauchen irgendwie... Wie können wir Feuer machen? Träum einfach, dass wir Feuer machen können. Komm schon. Träum einfach, Puma, die Ace hier. Hi. Auch gut. Da geht's doch nach oben, oder? Wow, was ist jetzt los? Wow, was ist jetzt los? Hä? Was soll der Scheiß? Guck mal, hä? Ich hab da was oben entdeckt. Habe ich das etwas entdeckt hier? Ich werde nämlich ganz drum geschleudert. Hier, seht ihr? Da oben geht's eigentlich hin. Oh oh. Spielfehler entdeckt. Spielfehler entdeckt. Oder so. Komm, bald ich einfach. Einfach! Gottes Willen. Schnell aus dem Bild lassen. Ah, oh, die lebt noch. Sehr gut. Mann, müssen wir uns jetzt konzentrieren. Das würde ich ja. Guck mal. Ich spiele Schwarzbild. Ich spiele Störbild. Wenn du jetzt die ersten Leute, die hier jetzt reinklippen, weißt du, die klicken das Video an und spulen wieder auch hier hin. Denkt ihr, was spielt er da? Was ist los mit seinem Kopf? Übrigens ist ein bisschen hell. Bin ich hell eingestellt, ne? Kein Gruselfeeling. Allgemein, das Clownsgesicht fehlt. Na, guck mal, jetzt schon wieder werden wir rumgebackt. Da, oh meine Güte! Aber da sieht man es ein bisschen. Da sieht man ein bisschen die Umrisse. Das sind hier die ganzen Teile hier, ne? Die ganzen da. Zellen, genau. Komm, renn mal, renn mal, renn mal, renn mal. Falls wir überhaupt rennen dürfen. Gleich kommen noch diese Riesenbabys. Gleich kommen diese Riesenbabys auch noch. Da du. Breitbeinig. Okay, die wurde entbunden oder was? Und ist dann gestorben? Unsere Schwester ist beim Entbinden gestorben. Ach, guck mal, da kommen wir irgendwo rein. Oh, guck mal. Au! Autsch. Das tut weh. Ist das ein anderes Ending oder was? Konnte ich da jetzt weiter rennen oder was? Da liegt doch jemand. Uh-oh.